Was macht uns wirklich glücklich? Frage, hast du diese Frage schon mal gestellt und dir selbst beantwortet? Weil ich kann nur vermuten, was dich glücklich macht. Du musst dasselbe herausfinden, aber für viele von uns trifft etwas Gemeinsames zu, glaube ich. Und darum, wir wissen zwar oft, was uns nicht glücklich macht und kümmern uns wenig darum, was uns wirklich glücklich macht. Darum soll es hier darum gehen. Was macht dich, was macht uns im Allgemeinen wirklich glücklich? Meine These ist, das hat erstmal hiermit zu tun. Hier haben wir ein Herz, das uns früh verschließt für die Liebe und das Leben. Das heißt, die Liebe ist für mich die erste Basis für ein glückliches Leben. Das heißt, wenn wir anfangen, wertzuschätzen, anzunehmen, zu lieben, uns zu loben, das heißt, eine intensive liebevolle Beziehungen zu uns selbst zu pflegen und uns entscheiden, ich bin erstmal der wichtigste Mensch meines Lebens. Ich darf mich, um meinen Körper, um meine Seele, um meine Gedanken, meine Gefühle selber kümmern. Das ist für mich die erste Basis dafür, dass ich mehr und mehr ein erfülltes Leben führen kann. Zweitens Klarheit. Ich sage, Unklarheit ist eine große Ursache für Unglücklichsein, also brauchen wir Klarheit. Klarheit über das, was wir denken und was du denken willst über dich selbst als Mensch, als Frau, als Mann. Zweitens über das Leben, also dein Selbstbild, dein Weltbild und dein Menschenbild ist entscheidend. Dafür brauchst du ein wenig Zeit, um das klarzumachen, denn übernommen haben wir merkwürdige Selbstbilder, Menschenbilder, die voller Verurteilungen sind. Und das macht bestimmt nicht glücklich. Mein Herz sagt, wir alle sind von Haus aus wunderbare Schöpferwesen, voller Liebe, voller Licht. Nur, wir haben es vergessen. Und glücklich macht uns, wenn wir uns daran wieder erinnern. Und das kannst du. Du kannst dich öffnen, du musst mir nichts glauben. Aber du kannst sagen, ich öffne mich mal dem Gedanken, dass ich ein liebenswerter und vom Leben unendlich geliebter Mensch bin. Und dann kannst du dich für Lebensglück entscheiden. Das heißt, das Leben hört auf dich, auf deine Gedanken und auf deine Entscheidung und sagt, okay, dann wirst du unterstützt. Wenn du einen Anspruch erhebst auf ein glückliches Leben, dann unterstütze ich dich auf diesem Weg. Du schaust hin, wo du noch nicht glücklich bist und kannst Frieden machen. Du kannst Frieden machen mit dem du bisher nicht im Frieden bist. Zum Beispiel mit deinem Vater, mit deiner Mutter, deinem Bruder, deiner Schwester oder deinem Ex-Partner. Zum Glücklichsein gehört natürlich eine innere Frieden und Zufriedenheit. Mit mir selbst und mit allem, was war, mit dem ich nicht im Frieden war. Das können wir ändern. Das fängt hier an und hört hier auf. Es fängt erstmal mit dem Gedanken an, jeder, du wie jeder andere, hat immer sein Bestes gegeben. Musst du nicht glauben, kannst du aber. Und es führt zu einem anderen Lebensgefühl. Dann können wir Bewusstheit und Klarheit in unsere Tage bringen und uns überlegen, wie gehe ich denn durch diese Tage? Gehe ich achtsam, bewusst, mit Dankbarkeit durch meinen Alltag? Denn wenn du genau hinschaust, bekommst du sehr, sehr viel geschenkt an jedem Tag. Du kannst Samba und Rumba oder sonst was tanzen eigentlich vor lauter Freude, dass du hier in unseren Gegenden geboren bist. Da leben wir ein privilegiertes Leben. Wenn unsere Ahnen aufstehen könnten und sagen, wie lebt ihr denn heute? Das ist ja unglaublich, das ist ja unfassbar. Ja, aber wir haben eben kein richtiges, reges Bewusstsein dafür, wie es vor 100 Jahren war und vor 200, 300 Jahren war. Wir können heute froh sein und dankbar sein und das, was wir haben, in hohem Maße wertschätzen. Wir können lernen, da Glück mit Gefühl zu tun hat, mit unseren Gefühlen anders umzugehen. Ich behaupte, unsere unangenehmen Gefühle wie unsere Ängste, unser Druck, unser Stress, unsere Ohnmacht, unsere Wut, unser Neid oder Eifersucht, all die halten uns davon ab, vom wahren Glücklichsein, weil wir bisher nicht gelernt haben, angemessen mit Gefühlen umzugehen. Was heißt das? Gefühle wollen gefühlt werden, bewusst und bejahend, dann können sie sich verändern. Also, herzliche Einladung, wenn du selber ein wahrhaft glücklicher Mensch sein willst oder noch ein Schüppchen drauflegen willst und noch glücklicher sein willst, dann lade ich dich herzlich ein zu einem 10-Wochen-Kurs Dein Weg in ein wahrhaft glückliches Leben mit vielen Vorträgen und Meditationen und Arbeitsblättern in einem schönen Workbook. Ich habe tausende Menschen gesehen, die ihr Leben gewandelt haben in Richtung von Freude und Begeisterung, Frieden und Zufriedenheit, Fülle und Erfüllung und Freiheit. Und dazu kannst du auch gehören. Fühl dich herzlich eingeladen zu einem neuen Weg in
in einer Neurichtung in deinem Leben.